Hallo Stefan, heute reden wir über einen Film über die DDR, über die Stasi-Komödie von Leander Hausmann. Stasi-Komödie ist nicht etwa ein Genre, sondern so heißt der Film. Ja. Hast du was gelernt über die DDR, du als Schweizer? Genau, lach. Ja, ich habe hier jedenfalls ein völlig anderes Bild von der DDR, als ich von früheren Reisen hatte. War es eiskalt und es hat einen richtig gefroren, wenn man da über die Grenze ist. Und das ist ja hier eine richtig schnuggelige DDR. Du Kann man warst das sagen? indoktriniert vom Westen. Ja, klar, Nee. ich kam von meinem Weltbild Ja. her. Ja, Logo, natürlich, ja. Logo. Also Leander Hausmann hat sich da, glaube ich, auch wirklich gut abgearbeitet an seinem Drehbuch, dass er halt Leuten, die nicht dabei waren, das versucht, also erklärbar und verstehbar zu machen. Und ich habe auch schon gemerkt, so, ich bin ja derselbe Jahr, ungefähr derselbe Jahrgang wie Leander Hausmann und Thomas Brussig, Und hast du da der auch einen damals. Bezug gehabt zu dieser, wie man das Beat Generation im Prenzlauer Berg, die ja hier eine Rolle spielt, Kerouac und Das war ja sowas relativ Typisches, Leute nicht ausreden lassen, die. Ja, okay, dann red aus. Also, wollte sagen, dass ich schon, dass die Generationen, die aus der DDR kommen, sich unterscheiden. Zum Beispiel ja, Diana Hensel, die ist Jahrgang 76, die hat dann nur noch ihre Kindheit verbracht. Und wer dann auch noch im Erwachsenenalter den Mauerfall und so weiter erlebt hat, also jede Generation hat da ja so ihren eigenen Blick. Und zur Beat Generation, also ich habe damals auch in diesem, was ja auch im Film vorkommt, in diesem LSD-Viertel gewohnt, Lüchner Straße, Schliemannstraße, Dunker Straße, war aber nie bei so einer so wilden Party wie im Film dargestellt. Und so waren harmloser. Und also ich finde, er hat gut versucht, da so das verstehbar zu machen. Ich weiß nur nicht, hast du es verstanden? Also ich habe ein Problem. Heute früh hat mich meine Schwägerin angerufen, ob ich ihr den Film empfehlen würde oder nicht. Und dann, ich war wahnsinnig unentschieden, weil es scheint mir eine sehr kompakte Geschichte. Es ist auch an sich eine lustige, schräge Geschichte über den Geheimdienstler, der sich da undercover ins Künstlermilieu einbringt und dann eigentlich zum Autor wird, zum Berühmten letztlich. Also das finde ich ist schon mal ein Komödienplot. Andererseits ist dann der Schluss, es ist alles so wahnsinnig niedlich, nett. Ich meine, der arbeitet super mit den Schauspielern, der hat eine fantastische Schauspielerauswahl, der Hausmann. Aber es bleibt für mich alles so, ja, niedlich, putzig fast. Ich weiß auch nicht, ob ich alles verstehe oder ein bisschen Slapstick, das ist fast wieder Kindertheater, kommt ja dann vor mit diesem Vopus. Und für mich ist inzwischen der Schlüssel zu dem Film eigentlich der Titel. Und du hast jetzt gesagt Stasi-Komödie. Und das steht auch groß auf dem Cover, Stasi-Komödie. Und drüber ist ganz klein in Handschrift Leander Hausmanns. Und das S am Schluss könnte auch ein Komma sein. Und der offizielle Titel scheint wirklich zu sein Leander Hausmanns Stasi-Komödie. Bei IMBD allerdings steht nur Stasi-Komödie. Und das ist für mich der Schlüssel, dass ich den Film vielleicht schätzen kann, dass das Leander Hausmanns rein privatistischer Zugang zu dieser Zeit ist. Und das scheint mir vielmehr nicht DDR-nostalgisch, sondern vielmehr Beat Generation, jugendnostalgisch zu sein. Ja, aber die Staatssicherheit und Beat Generation. Ja, er hat halt Pech gehabt, in diesem System zu leben und die sind halt da, haben damit zu tun gehabt. Und irgendwie, er will nicht einen Film machen, wo er sich halt konfrontativ mit dem Thema Diktatur, Demokratie, wie es im Moment brutal in der Ukraine eigentlich blutig praktiziert wird, oder wie Doc-Filme wie Nawalny, wo ich neulich mit dem Matthias drüber geredet habe, oder Khashoggi, wo dieser Kampf ganz blutig ausgetragen wird. Ich habe eher den Eindruck, er möchte sich seine Kindheitswelt irgendwie schön in ein kleiner Sandkasten, ja? Und er zeigt ihn jetzt seinen Ahnen oder uns und sagt, habe ich nicht was Tolles gemacht? Ich glaube, er fleht fast um Anerkennung, weil sein vorheriger Film da, der Haifischfang oder was im Müggelsee, der Hai-Alarm. Hai-Alarm im Müggelsee, der war ziemlich abgesoffen. Da haben wir ja vor allem gemerkt, dass die eine super Stimmung im Team hatten, aber sonst. Entschuldigung. Red noch weiter. Nein, jetzt musst du wieder was sagen. Also, es war ja auch eine Reminiszenz an seinen Vater, Ezard Hausmann. Da kamen ja einige Ausschnitte aus dieser Genau. DDR-Serie vor, Sachsens
Sachsens Glanz und Preußens Gloria von 85. Und er hat ja damals auch den jungen Grafen da in dem Film gespielt, der Leander Hausmann selber. Ja. Und dann auch so die Gags mit Mielke, die machen noch denn da dieses Rokoko oder Barockfest. Das finde ich auch sehr, sehr schräg, dieses Kostümfest. Ja, und da singen sie ja dann Erich Mielkes Lieblingslied vom kleinen Trompeter. Woher weiß ich das? Ja, im wirklichen Leben war es wohl Erich Honeckers Lieblingslied. Ah ja. Also da sind so ganz viele Sachen, die dann vielleicht wirklich nicht verständlich rüberkommen. Und das finde ich sehr schade. Ja, wenn man halt den Bezug nicht hat. Ja, dann könnte man auch keinen Film über das Römische Reich machen. Da waren wir alle nicht dabei. Nö, da sind wir halt von den Monumentalfilmen dann geprägt und orientieren uns daran. Mhm. Ja, das kann, insofern bleibt es vielleicht auch ein bisschen ein Insiderfilm, der wahrscheinlich auch über Deutschland hinaus kaum Bedeutung gewinnen kann, weil filmisch ist er ja jetzt nicht sensationell, bis auf die guten Schauspieler und so, ist er jetzt nicht, der zitiert zwar gern Filmgeschichte, der Hausmann, hier kommt dann Tarantino vor oder Julian Jim und so, oder er lässt am Anfang diesen Heubüschel da über die Kreuzung blasen, was immer so die Idee ist, hey, das fasziniert mich an großem Kino, aber ich selber kann es vielleicht nicht ganz so. Also insofern bleibt es ein regional beschränkter Film vielleicht. Oder so regional und generationsbeschränkt. Ja. Ja. Aber ich finde, er hat sich viel Mühe gegeben. Ja, das siehst du in jeder Phase. Für mich ist es im Vergleich jetzt zu diesen aktiven Doku-Thrillern, eben wie Nawalny und so, ist es dann fast aber Nippes-Kino. Also liebenswürdig bis dort hinaus. Ja. Aber beschäftige mich weiter. Wir hatten neulich mal über einen anderen Film, wo es um die Stimmung in der DDR ging, gesprochen, das Mädchen mit den goldenen Händen. Das war aber von einer Westdeutschen gemacht. Der Brasch-Film, wurde auch in den Arteshots besprochen. Genau, aber dort, in dem, den wir besprochen haben, da war ja eine ganz andere DDR-Atmosphäre wieder zu sehen. Also insofern schon spannend, das zu vergleichen. Und den Doku-Film Schönheit und Vergänglichkeit. Genau, und da kann man auch bei Arteshot wieder nachschauen. Genau. Ja. Also ich fand den Film toll. Ich würde sozusagen sagen, ein Good Shot als Nippes-Film. Ein Good Shot an und für sich.